Herzlich willkommen zurück zu einer neuen Folge von Let's Play Tomb Raider. In der letzten Folge haben wir ein bisschen gejagt und haben Funkkontakt mit jemandem aus dem Team endlich bekommen. Und sehr schön, ich will noch mal ein bisschen jagen kurz. So. Region leer gejagt. Jagen Sie in dieser Region, erhalten Sie weniger EP? Stand da weniger? Ja, nicht stehen bleiben. Verlassen Sie den Wald und stoßen Sie wieder zu Worf. Genau, wir haben mit Worf Funkkontakt gehalten. Und anscheinend sind die Regionen nur bedingt, kann man nur bedingt jagen in den einzelnen Regionen. Ich will mich hier erstmal kurz umsehen. Lager, Dokumente. Das Dokument da oben, oder? Geocaches? Aha. Sind das die Geocaches, die wir gefunden... Sind das die Sachen, die wir gefunden haben? Oder die Sachen, die wir noch finden können? Geisterjägerin? Da hatten wir ja hier oben was. Oder so. Schatzkarten. Okay. Klingt alles interessant. Schatzkarten. Uno momento, meine lieben Freunde. Autsch. Da ist nur gerade leider etwas runtergefallen. Ihr müsst euch so vorstellen. Über meinem Schreibtisch hier habe ich eine ganze Reihe von Spielen aufgestellt. Die ich so habe von meinen PC-Spielen vor allem. Also hier in der Reihe haben wir Oblivion, Far Cry 3, Tomb Raider und ein Spiel, das ich noch spielen will. Und da hatte ich zwei Soundtrack-CDs noch aufgestellt. Zwei Soundtracks, also beziehungsweise ja, Musik und so. Ja, und eine Musik-CD ist einfach runtergefallen. Punkt. Ganz einfach. Warum so eine lange Erklärung für etwas, das in 5 Minuten erklärt ist? So. Und zwar der Skyrim-Soundtrack. Ich sehe mir mal kurz an die Karte. Ich habe ja nämlich in der Edition von Tomb Raider, die ich habe, die Karte von der Insel Yamatai. So. Wo waren wir ungefähr? Aha. Aha. Es ist lustig. Ich kann hier auf die Karte gucken und ihr denkt euch, ja, wir wollen die Karte vielleicht auch sehen? Aber liebe Leute, ich gehe jetzt da lang. Was, ich weiß nicht, ob es hier noch was zu finden gibt. Und ich weiß auch nicht, ob man wieder zurück kann. Wäre gut, denn ich würde gerne noch weiter die Gegend erkunden. Und wenn man später wieder zurück kann, dann wäre das nur gut. Ich gehe jetzt weiter, liebe Leute. Wollen wir das mal erkunden? Ah, eine Fackel. Wir haben mit Fackeln ja schon Erfahrung gemacht. Oh Mann. Was zum? Die Tür ist zu. Als ob Lara gerufen wird, hinuntersteigen, um auf eine Umschalt. Okay. So. Gehen wir hinunter. Sehen wir uns diese mysteriösen... Ich mag Mysteriöses und auch wieder Umschalt, um loszulassen. Okay. Sehen wir uns mal an, wo die Stimme herkommt. Japanisch. Was sind das für Zeichen? Welche? Die da? Sonne. Vielleicht Erleuchtung. Nur eine Vermutung, aber vielleicht bedeutet das Symbol Erleuchtung. Was mache ich bloß? Oh. Da haben aber ziemlich viele Erleuchtung gefunden. Aber gehen wir weiter.
Sind das all jene, die schon Erleuchtung gefunden haben? Und wir gehören bald dazu. Das ist verrückt. Ja. Erstmal machst du diese Truhe auf, denn die gibt EP. Diese traditionelle Nomaske stellt eine hasserfüllte Frau in der Gestalt eines Dämons dar. Ah. Die Nomasken. Okay. Wir haben also ein Relikt gefunden. Sehr schön. Aber ich sehe gerade... Also es gibt viel zu sammeln, viele unterschiedliche Sachen, aber nicht viel der einzelnen Kategorien selbst. Also zum Beispiel nur 3 Nomasken. Aber wir dürfen auch nicht vergessen, es kann ja sein, dass die an und für sich schwer zu finden sind. Ah? Achso, ja. Hier gedrückt halten. Hab es ganz vergessen. So. Ich hab kurz gedacht, als ich das Symbol so aus den Augenwinkeln gesehen habe, dieses Symbol rechts von mir, habe ich kurz gedacht, es wäre das Heißen aus Half-Life 2. Für wenn es Secrets gibt. Hi-yi. Aha. Nicht so. Nicht so nett. Aber immerhin haben wir eine Waffe, mit der wir uns gut verteidigen können. Die Stem-Axt. Ach, da kommt's her. Jetzt kommt allerdings eine Frage auf. Wer hat den Plattenspieler betätigt? Wer hat die Tür da oben aufgemacht? Wie zum Teufel und warum? So, mit dem Ding können wir auch aufstemmen. Ah, wir müssen mehrmals E drücken. Dann können wir damit aufstellen. Da haben wir etwas geborgen. Okay, was es ist, sehen wir jetzt nicht mehr. Okay. Dann stellen wir mal die Tür auf. Es tut mir leid, dass ihr jetzt den Lärm der Tastatur ertragen müsst, aber die Aufgabe erfordert das. Dass ich mehrmals E drücke. Das Ganze wird immer mysteriöser. Wer hat den Plattenspieler aktiviert? Wer hat den angeschaltet? Habe ich Schritte gehört? Und wer... Okay. Wer wartet einfach? Wartet jemand auf uns? Weiß jemand davon, dass wir hier sind? Außer unserem Team? Wir haben ja Worf angerufen. Wir haben mit ihm Kontakt aufgenommen über Funk. Er weiß jetzt, dass wir hier sind. Aber wer weiß noch, dass wir hier sind? Das ist mysteriös. Und wisst ihr, was mich sehr freut? Mich freut es sehr, dass diese Grafikbugs, die ich in Folge 2 hatte, weg sind. Erinnert euch, da waren ja ein paar böse Grafikbugs, die genervt haben. Und jetzt sind sie weg. Fackel löschen. Sam? Sam? Hast du gehört? Ja. Wir haben ein Feuer. Such den Rauch. Wir sind unterwegs. Hä? Ist das wirklich Sam? Lara! Ja! Bist du ja? Sam! Wie ist es? Überraschung! Ah! Schon okay. Er ist in Ordnung. Oh, ich wollte Sie nicht erschrecken. Irgendwann wird hier wohl jeder etwas nervös. Wir haben mit Ihrer Crew gesprochen. Sie sind unterwegs. Das ist gut. Er hat meinen Fuß verbunden. Ach, das war doch das Mindeste. Meine Manieren, entschuldigen Sie. Ich bin Matthias. Ich bin übrigens Lehrer. Das alles hier ist nichts für mich. Ich bin viel zu ängstlich. Süße, du siehst erledigt aus. Setz dich. Irgendwie hat er was an sich. Von der Sonnenkönigin erzählt. Genau, Himiko. Können Sie mehr erzählen? Ich bin fasziniert. Naja, ob Sie es glauben oder nicht, einige tausend Jahre zurück war Königin Himiko sowas wie die Chefin von Japan. Königin Himiko. Sie liebt diese Geschichte.
Himiko war bewundernswert, geheimnisvoll, aber auch rücksichtslos und wirklich mächtig. Die Legende sagt, sie hatte schamanische Kräfte. Und an dieser Stelle... Die Karte macht sich selbstständig und rutscht vom Tisch. Aber in jedem Mythos steckt etwas Wahrheit. Sie kommandierte eine Armee von Samurai-Kriegern, ihre prachtvolle Sturmwache. Sie ritten im Wind in das Schlachtfeld und vernichteten all ihre Feinde. Es heißt, die Sonne gehorchte Himikos Kommando und sie regierte alles, wohin ihre Strahlen gelangten. Von den Bergen bis zum Meer und darüber hinaus. Was ist aus ihr geworden? Und da schlief Lara ein. Sie hat aber auch viel durchgemacht. Sie hat es verdient zu schlafen, aber leider scheint jetzt Sam und Mephias weg zu sein. Sam! Was auch immer los ist. Scheiße. Nicht gut. Ah! Oh, Mist. Sam! Kriegst du das hin? Wölfe? Nicht gut. Nicht gut. Gar nicht gut. Oh oh. Ah. Eieiei. Gut, dass man genug Zeit hat, um den Schutz anzubringen. Das ist fair, muss ich sagen. Ich habe erwartet, dass man nicht so viel Zeit hat. Okay. Nächster. Stellt euch bitte hinten an. Du bist auch weg. War's das erstmal? Ich hoffe doch. Okay, kümmere dich darum, Lara. Da! Jemand vom Team! Wave! Lass los! Ah, gut. Alles gut, mein kleiner Vogel? Das Team ist da. Ist Sam bei euch? Sie war bei dir? Sie war hier. Mit diesem Mann, Matthias. Dann bin ich eingeschlafen. Und als ich wach wurde, waren sie weg. Ihr Ladies solltet euch nicht absetzen. Wir müssen sie finden. Warte, was ist mit Ralph? Was? Okay, aufteilen. Einer von uns geht mit Lara zu Ross, der Rest macht sich auf die Suche nach Sam. Ich gehe. Ich mach's. Sie können damit umgehen? Damit? Ist eine Weile her. Es fällt mir wieder also ein. Also zu Ross. Das hoffe ich doch. Sam und diesen Matthias kriegen. Na gut, dann komm. Du bist okay? Ja, ich muss mich nochmal kurz ausruhen. Ja. Alles klar. Dann sind wir jetzt mit ihm hier unterwegs. Ich weiß leider seinen Namen nicht mehr. Ja, am besten bleibst du hier. Ich sehe mich mal um. Okay. Kannst du wirklich mit einer Pistole umgehen, Kumpel? Nicht, dass wir dir am Ende helfen müssen, hm? Nicht so schlimm. Okay, jetzt können wir den Lagerplatz benutzen. Hier ist etwas, das ich gleich mal untersuchen will. Ich kann kaum glauben, dass wir tatsächlich auf einer Expedition sind, um die Heimat meiner Vorfahren zu finden. Seit ich Lara die Geschichte von Himiko erzählt habe, war sie auf der Suche nach diesem Ort. Ich habe nie viel darüber nachgedacht, dass das alles tatsächlich historisch sein könnte. Meine Großmutter erzählte mir die Geschichte, als wäre sie eine Erinnerung. Vor vielen Jahrtausenden herrschte die Sonnenkönigin Himiko über das Land Yamatai. Die Sonne gehorchte Himiko und sie beherrschte alles, was deren Strahlen berührten, von den Bergen bis zum Meer. Aber eines Tages verschwand Yamatai plötzlich spurlos und geriet in Vergessenheit. Und wir haben Yamatai wiedergefunden. Sam, Familiengeschichte. Denn wir sind auf der Insel von Yamatai. Herauszoomen. Das ist die Insel von Yamatai. Ihr seht,
da ist noch ziemlich viel, ne? Wir sind hier, ungefähr. Hier war der letzte Lagerplatz, hier ist unser aktueller. Da müssen wir hin. Und es gibt immer noch ziemlich viel zu untersuchen. Ich mag es, wenn ziemlich viel zu untersuchen ist. Wenn da ziemlich viel da ist. Okay, hier brauchen wir Feuer. Können wir was Neues machen? Nee. Und wir haben auch keine Fähigkeitspunkte. Schade. Jetzt wollte ich nochmal bei den Fähigkeiten gucken. Überlebender, Jäger, Kämpfer. Ja, genau. Die drei Bereiche waren Überlebender, Jäger und Kämpfer. Wir haben bisher was aus Jäger genommen. Und es wird definitiv noch auch auf Überleben und natürlich, klar, auch auf Kämpfer gehen. Mal sehen, was gibt's denn da so Schönes. Halten Sie im Kampf mehr aus, um zu überleben. Schmerztoleranz. Schmutzige Tricks. Werfen Sie Ihren Feinden Steine und Dreck ins Gesicht, um sie anfällig für Ihre Angriffe zu machen. Betäuben Sie Ihre Feinde mit 2 Schnellhieben mit Ihrer Kletteraxt. Axtexperte. Ausweichkonter. Beißen Sie einen Gegner aus und stoßen Sie ihm einen Pfeil ins Knie und versetzen Sie ihm dann den Todesstoß. Klingt insgesamt gut. So, Fähigkeiten. Munitionskapazität. Munitionskapazität werde ich sicherlich mitnehmen, weil das kann nur gut sein. Gewichtheber. Ihre Rüstungen. Ah, okay. Wir können also in der Regel nicht die maximale Munitionsmenge mitnehmen. Dann werde ich Munitionskapazität und Gewichtheber mitnehmen, auf jeden Fall. Erfahrener Mörder werde ich wahrscheinlich auch mitnehmen. Das sind aber auch die Stufe 2 Fähigkeiten. Woran man sie erkennt, weiß ich nicht. Im Moment erkenne ich sie gar nicht. Soweit ich weiß, ist Munitionskapazität noch eine nutzbare Fähigkeit. Okay, jetzt kennen wir uns mit den Fähigkeiten besser aus. Und ich werde definitiv früher oder später noch auf die Fähigkeiten zurückgreifen. Was ist das? Also nur eine etwas mehr erleuchtete Pflanze. Hier kommen wir her. Ach, ich hätte fast vergessen. Wir haben ja noch unsere Fackel. Aber wir hatten sie ja... Wir haben sie ja ausgemacht. Um hier hinzukommen. Jetzt entzünde ich das hier mal. So. Mal sehen. Da fällt was raus. Genau. Die Tasse war's. Um zu bergen. Bergungsgut. Sammeln Sie Bergungsgut, um im Basislager Waffen-Upgrades vorzunehmen. Das klingt gut. Das dürfte dann das hier sein. Ich vermute mal, dass das hier eben Fähigkeiten ist. Das hier ist Upgrades. Das sieht man schon so mit dem Schraubenschlüssel und dem Schraubendreher, sagt man ja eigentlich. Und hier, das könnte Reisen zu anderen Lagerpunkten sein. Das ist nur eine Vermutung. Und ob so ist oder nicht, das könnt ihr ja mit errätseln. Nicht vorsagen, ne? Wobei, wenn es stimmt, dann ist es ja auch egal, ob ihr sagt. Naja. Okay, die Kiste geht nicht auf. Eine stabilere Axt. Okay. Ah, ich brauche ein Upgrade der aktuellen Axt. Gut, okay, das werde ich dann machen. Dann sehe ich. Hier oben, ich hab was gefunden. Das klingt gar nicht gut. Welches Tor? Ach, dieses Tor. Okay. Gut. Das machen wir auch. Allerdings erst in der nächsten Folge, würde ich sagen. Denn ich denke, für diese Folge ist es genug. Und ich hoffe natürlich, dass euch die Folge gefallen hat. Wenn ja, dann könnt ihr einen Kommentar hinterlassen. Und ich würde sagen, ich bin Seraph von LP. Wir sehen uns dann das nächste Mal wieder, wenn es wieder ist. Let's play Tomb Raider. Also, bis dahin. Ciao.